Deutschland immer noch im Mittelalter. Fortgesetzte Hexenverbrennungen. Wenn wir vom Mittelalter sprechen, wird an eine dunkle Epoche mit Not, Krieg, Krankheit und Unterdrückung gedacht. So heißt es auch finsteres Mittelalter, in dem brutale Folter und Hexenverbrennungen stattfanden. Die Hexenverfolgungen erreichten in Deutschland ihren Höhepunkt in der frühen Neuzeit zwischen 1550 und 1650. Das heißt, die Neuzeit begann als Kampf gegen das weibliche Bewusstsein. Die Hexenverbrennungen werden auf 40.000 geschätzt, damit entfielen auf Deutschland mehr als die Hälfte der gesamteuropäischen Zahl. Das kollektive Bewusstsein einer Gesellschaft drückt sich in ihren Lebensbedingungen aus. In der frühen Neuzeit fand der Wandel hin zum wissenschaftlich-kapitalistischen, auf Individualität beruhenden Weltbild statt. Dabei wurde das Weibliche im Bewusstsein endgültig verdrängt und in der äußeren Entsprechung kollektiv verbrannt. Dies war ein sich schon sehr lange vorher anbahnender Prozess, der schließlich seinen Höhepunkt fand. In vielen Märchen findet sich noch heute das Bewusstseinsmotiv der Verdrängung des Weiblichen, so auch im Grimmschen Hänsel und Gretel. Für eine gesunde kollektive Entwicklung des Bewusstseins ist es daher sehr wichtig, dass das Mittelalter und die frühe Moderne endlich auch in ihren Überlieferungen beendet und durch das neue Zeitalter ersetzt werden. Deswegen hat mich Musubi, in Klammern das universelle Ganze, dahingehend geleitet, das Grimmsche Hänsel und Gretel zu Gretel und Hänsel zu überarbeiten und zusammen mit weiteren neuen Märchen als Märchensammlung herauszugeben. Alle Märchen sind zugleich in Musubi Weltheilung, die Bibel, heilige Schrift des neuen Zeitalters, enthalten. Hinweis: Das Weibliche ist für Heilung zuständig. Dementsprechend entsteht jetzt auch ein neues Gesundheitssystem.